Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen euch heute ein paar coole Flickups zeigen, die ihr überall machen könnt. Das ist das Coole daran. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns. Bis dann. Dieser Flickup ist ein bisschen anspruchsvoller. Ziehe den Ball mit der Sohle und setze die Außenseite des gleichen Fußes hinter den Ball, um eine Rampe zu bilden. Wenn der Ball hochkommt, berechnest du die Flugbahn so, dass du den anderen Fuß da platzierst, wo der Ball aufspringen wird. Nun führst du das andere Bein einmal um den Ball und hältst ihn dann weiter hoch. Dieser Flickup sieht schwerer aus, als er ist. Du setzt einen Fuß auf den Ball und ziehst ihn, indem du den Fuß mit Schwung nach vorne bewegst. Wenn du den Fuß nun aufsetzt, bildest du mit deiner Ferse eine Rampe, von wo der Ball hochspringt. Nun kannst du den Ball jonglieren. Bei diesem Flickup klemmst du den Ball zwischen deinen Füßen ein. Nun springst du hoch und lässt den Ball hinter dir los. Dann spielst du den Ball mit dem Spann so doll auf den Boden, dass er über dich rüberspringt. Für diesen Flickup setzt du als erstes deine Fußspitze auf den Ball. Nun bewegst du dein Bein mit Schwung zurück, sodass du den Ball mit der Fußspitze anheben kannst. Für diesen Flickup klemmst du den Ball mit den Füßen ein. Nun ziehst du ihn mit einem Bein hoch und spielst ihn hinter deinem Standbein mit der Fußspitze auf den Boden. Jetzt kannst du den Ball jonglieren. We'll be right back.